Danke an all diejenigen, die zusammen mit uns Chelsea Manning zur Verleihung des Sam Edwards Award for Integrity in Intelligence gratulieren. Im vergangenen Jahr teilte uns das Weiße Haus mit, dass im Jahre 2012 insgesamt 95 Millionen Datensätze geschaffen wurden, die als geheim eingestuft wurden und damit der Öffentlichkeit vorenthalten wurden. Das ist mehr als in jedem anderen Jahr zuvor und zeigt einen Trend auf, dass nämlich die Regierung immer mehr Geheimnisse zurückhält, als es jemals zuvor in der Geschichte geschehen ist. Und dies geschieht nicht nur in den USA, sondern viele andere westliche Regierungen sind auf demselben Weg. Dies ist deshalb sehr besorgniserregend, weil uns die Dokumente, die wir von Manning erhalten haben, zeigen, dass einige der Informationen ganz eindeutig im Interesse der Öffentlichkeit liegen. Wie können wir zum Beispiel zur Wahl gehen, ohne Belege zu haben über die wahren Kosten der Kriege, in die wir verwickelt sind? Ohne Belege über Fälle öffentlicher Korruption, Korruption in Nationen, die wir unterstützen und deren Alliierte wir sind? Ohne Belege der nationalen Teilhabe an Folterprogrammen und Rendition? Ohne Belege über die Teilhabe an eindeutigen Kriegsverbrechen? All dies wurde mit den Manning-Dokumenten belegt. Das Fundament der Demokratie ist die Zustimmung derjenigen, die regiert werden. Schließlich können wir nicht Programmen oder einer Politik zustimmen, wenn wir niemals darüber informiert wurden. Wenn wir zu dieser logischen Schlussfolgerung kommen, erkennen wir als Konsequenz, dass der Rückgang einer offenen Regierungsform, der Niedergang der Demokratie dort beginnt, wenn der Herrschaftsbereich der Regierung erweitert wird über die Grenzen des Wissens der Öffentlichkeit hinaus. Denn wenn die Öffentlichkeit sich nicht mehr bewusst ist über die Handlungen seiner Amtsträger, sich nicht mehr bewusst ist, was hinter verschlossenen Türen entschieden wird, dann kann die Öffentlichkeit die höchsten Amtsträger auch nicht mehr für schwere Vergehen zur Rechenschaft ziehen, weil nämlich die Beweise dieses Fehlverhaltens vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Ich glaube, wir müssen uns daran erinnern, dass das charakteristische Merkmal von Demokratie die Selbstkorrektur ist. Dass ganz egal, wie schlimm die Lage ist, die Öffentlichkeit in Partnerschaft mit einer freien Presse die Fehler der Politik wohlmeinender, aber fehlgeleiteter Amtsträger erkennen und korrigieren kann. Es ist diese sich selbst korrigierende, selbstbestimmte und unmissverständliche Form amerikanischen Regierens, an der Chelsea Manning so wertvoll teilgenommen hat. Und für diesen außergewöhnlichen Akt im Dienste der Öffentlichkeit, unter unglaublichen persönlichen Kosten, verleihen wir Chelsea Manning diese Auszeichnung und versichern ihm unsere moralische Unterstützung. To Chelsea Manning. Thank you.